Guten Abend, meine Damen, Herren und Dinge. Schneller, wie meinst du das, Spartaner? Und wenn, guten Hunger. Ja, ich muss zum Friseur, ich muss mich rasieren, ich weiß. Ich weiß. Gucken wir mal. Ich habe heute den ganzen Tag schon so einen trockenen Mund. Aber gucken wir mal, was für Schlachten gibt es. Panzerschlachten, ist die gemischt? Oh. Verlockend. Ich sehe wie ein Mensch aus. Ja, heute ausnahmsweise ja. Das ist extrem verlockend, weil das wieder die unteren Stufen sind. Da kann man schön salzen. Was könnte man noch mitnehmen? Der hört das, der ist immer da, der ist immer da. Fangen wir mit der Runde Panzer an, einfach weil es gerade wieder dieses, also Panzersimulation, einfach weil es diesen Modus gerade wieder gibt. Ich könnte mitnehmen, Moment mal. Die habe ich dabei. Die B2. Wo ist sie denn? Warum wird mir hier jedes Flugzeug angezeigt, aber nicht das? Doch, da ist sie doch. Nö, da. Ja, korrigieren. So. Habe ich da auch schon die richtigen Panzer? Panzer 3F. Jawohl. Flakpanzer. Wir probieren es einfach mal. Ah, abbrechen, abbrechen. Ha. Nein, nein, nein. Ach Scheiße. Wollte ich nicht. Fängt ja gut an. Und Spartaner, bevor du fehlklickst, nein, ich bin noch nicht dazu gekommen, wieder alles einzustellen. Dann lass uns kurz mal sterben. Scheiße. Das wollte ich doch gar nicht. Zehn bis 100, okay. Dem ist auch langweilig. Spiel hat keinen Sound. Oh, ich sehe es gerade. Warum? Audio.
Standard sollte eigentlich. Ach doch, ich meine, ich hoffe, ich muss jetzt nicht den Stream deswegen neu starten. Dann die Spartaner. Ich habe eigentlich auf Standard eingestellt, ja, was dafür sorgen sollte, dass es eigentlich auch dementsprechend das aktuell ausgewählte Gerät nehmen sollte, aber irgendwie hat es. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen! Ist es jetzt besser? Ich verstehe nicht, warum OBS da manchmal einfach umstellt. Das ist das Schöne am Panzerfahren, man kann die Bäume einfach umfahren. Ups. Na komm schon, du bist ein Panzer. Alles muss weg, alles muss weg. Wenn bei mir jemand den Geschützturm auch nur anschaut, ich hasse dieses. Ich wollte wie gesagt nicht, aber ja, lassen wir das. 5 kann ich da schon machen. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Versteht es nie. Das war der erste Schuss, war ein schöner Treffer im Turm. Hat man auch gesehen, da ist jemand gestorben. Normalerweise ist bei mir dann immer Ende Gelände. Dann kann ich erstmal für 10 Minuten nicht schießen. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Komm, bringt mich schnell rum, dass ich so das Spiel verlassen kann, ohne dass ich gesperrt bin.
Da war doch gerade einer. Da. Willst du mich verarschen? Danke. Zack, der zurück zum Hangar. So. Ja, wir wissen, dass wir Scheiße gespielt haben. Simulation, danke. Da war ein bisschen mehr als die Kette kaputt. Einmal reparieren wir. In die Schlacht. Teilnehmen, danke. Ist die E3 das Richtige? Hier spare ich auf den nächsten Reparatur. Okay. So viel zu dem Thema. Oh nö, nicht gleich so eine Map. Oh yeah. In die Schlacht. Wieso höre ich hier Meeresrauschen? Ich bin im Wald. Egal. Und ich habe Schneetarnung. Juppie! Gott. Scheiße. Geronimo! Guten Abend, Ameisenbürger. Das stelle ich mir auch einen sehr schwierigen Job vor, die kleinen Dinger zu würgen. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Wie bist du durch den Tag gekommen? Wie geht es dir? War's das mit der Adrenalin hoffentlich? Ja, dann fahr halt. Ja, ich versuche mich in Simulation. Beim Fliegen klappt's. Beim Panzerfahren ist dann doch eher so Bläh-Modus. Guten Abend, der Zong. Einen wunderschönen guten Abend. Oh, oh, da hat's geschossen, da hat's geschossen, da hat's geschossen. Oh, falsche Taste. Da ist nix. Der Zong, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Gut durchgekommen. Wo? Wo? Der Ladeschütze wurde aufgeschaltet. Da. Ja.
So einigermaßen. Der große Unterschied ist, bei Panzerfahren, du hast keine Marker. Also keine Freund-Feind-Kennung. Das gleiche gilt auch fürs Fliegen. Da könnten wir es fast mal mit dem Bomber riskieren. Wir haben ein paar Flugzeuge in der Luft, wir riskieren es einfach mal. Also jetzt hier auch beim Flugzeugen siehst du keine Freund-Feind-Kennung. Und beim Flugzeugen ist auch das Flugverhalten der Maschinen anders, sie haben komplett andere Statistiken. Und man ist an die Cockpitsicht gebunden. Was übrigens bei der Panzersimulation auch noch anders ist, du kannst, du hast ja gesehen, ich saß im Prinzip beim Commander, sitzt drin. Und bei realistisch kannst du ja auch noch diese hinten Draufsicht haben. Finde ich jetzt nicht den größten nach, du haha, wieso ist meine Mutter schon rot? Finde ich jetzt nicht das Schlimmste, aber gut. Drück G, wieso? Bei der Stuka. Wir hatten da nicht aufgepasst. Spartaner. Stuka, nix Fahrwerk einfahren. Oh, genau. dann nimmt jemand A ein, okay. Genau, genau, von hinten werde ich beschossen. Was trifft das Arschloch als erstes? Mein Motor. Warum auch nicht? Ist ja vollkommen logisch. Komm, die Bomben habe ich noch abgeworfen, oder? Ja, aber zu spät. Das war der glorreiche Einsatz der deutschen Luftwaffe. Es läuft heute mal wieder, das ist heute. Ich sehe schon. Profis am Werk. Nehmen wir gerade A ein, oder? Glaube ja.
Was mich halt bei diesem Modus wirklich reizt, ist wirklich die Tatsache, dass du keine Freund-Feind-Kennung hast. Augen auf die Karte! Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten! Driller? Mit welchem Satz? Dann kann ich das beantworten. Dein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Wo zum Henker? Das ist ein Deutscher, okay. Noch ein Deutscher? Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Ach so, ja, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, ja, der Satz kam mir gerade. Ja. Landung an der Normandie. Der glorreiche Einsatz der deutschen Luftwaffe. Oder wie heißt der Film nochmal? Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Wie sehen die mich? Haben die Grafik alle auf Gottes Erdboden? Der längste Tag, genau, der längste Tag. Ich habe gerade in die Richtung geguckt und ihn erst gesehen, wo er geschossen hat. Junge, ich würde da nicht lang fahren. Aber gut. Den sehen sie nicht. Dann nebelt sich wer ein. Wo? Da ist Nebel. Wie geht das? Da ist Nebel. Da ist Nebel. Nebel. Da ist verschissener Nebel. Wir probieren es noch einmal, wenn das so weitergeht, dann nur fliegen. Nebel, das ist ver... Nebel! Ja. Da war Nebelwand. Von links nach rechts. Nebel. Wo habe ich jetzt meine Flasche? Ich habe extra noch eine Flasche Wasser geholt. Wo habe ich denn jetzt hingestellt? Ja, schon lässt das Geschoss durch. Aber der hat mich perfekt getroffen. Besser kannst du einen nicht treffen. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich muss irgendwo... Na toll. Ja, dann nach der Runde. Ich habe noch Zeit. Eingenommen. Schön, ich bin alleine. Ich bin so am Arsch.
Guten Abend, Gotti. Wie geht es dir? Gut durch die Woche bisher gekommen? Gut durch die Woche kommt, das freut mich. Nachher fliege ich noch. Wo ist denn da rüber? Hä? Warum hat der. Was zum Henkel geht hier vor? Schön. Ist es einer von uns? Okay. Ja, das sah auch nach Russe aus. Der Film. Erschreck mich doch nicht so. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Der hat doch noch nicht mal in meine Richtung geguckt. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir und herzlichen Dank für die Cheers. Willkommen beim salzigen Salzstream. Ja, halt. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte gucken. Ich glaube, danach fliegt man einfach, weil ich werde dieses Panzer-Ding nie verstehen. Ich werde es nie verstehen. Läuft scheiße, der Schwimm. Läuft scheiße. Oder sagen wir so, wir haben uns immerhin verbessert zum vorherigen Mal, weil ich habe ihn ja gesehen. Fame, wie war dein Tag? Wie geht es dir? Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Das geht hier nicht. Außenansicht geht da nicht. Aber mein Fahrwerk ist eingefahren. Die roten Lampen zeigen es. Du kannst nur in der Cockpit-Ansicht fliegen. Bisschen Black Desert gespielt und gechillt, das ist gut. Das ist schön. Also entweder haben die einen Flakpanzer oder es ist eine feindliche Maschine in der Luft. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Ja, zumindest ist mal nichts über mir.
Was für Brautes meinst du? Wir haben ein Gebiet eingenommen. Super! Direkt vor meiner Nase, das ist der unterm Fadenkreuz, meinst du? Das ist der Abzugs. Da kann ich auch nochmal. Das ist so Einstellung für das Hut. Das ist eine Lederverkleidung. Ich sehe ein Flugzeug. Haben wir gerade was in der Luft? Ja, wir haben was in der Luft. Mal schauen. Jetzt sehe ich es nicht mehr, wo sie sind. Da war doch gerade ein Flugzeug. Da ist es. Ein Ami. Scheiße. Wo sind? Sag jetzt nicht hinter mir. Nein, unter mir. Direkt vor meiner Nase. Ja, das ist. Auf Befehl kann ich das nicht. Okay. Was habe ich bekommen? Zusammenarbeit. Hat er gar nichts gemacht? Ich habe absolut gar nichts gemacht. Null. Nada. Nothing. Nein. Ja, forschen, forschen. Okay. Und forschen. Kaufen. Kaufen. Und kaufen. Fertig. So. Immer nur fliegen. Ja, nicht dank mir. Das war definitiv nicht dank mir. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ich suche, wie gesagt, bloß die Wasserflasche, die ich mir extra eigentlich hingestellt habe. Aber ich sehe hier bloß leere Flaschen. Ich bin gleich wieder da. Da fällt mir ein, ich bin noch gar nicht im Teamspeak drin, falls nachher einer mitfliegen will. Bei Simulation. Verbinden. Connected. Channel switched. Sound microphone muted. Dann gucken wir mal. Was wir denn fliegen können? Warum kann ich Zweier-Match fliegen? Warum wird mir angezeigt, ich könnte Zweier-Matches fliegen? Achso, weil das bis 3. Ja, stimmt ja. Die Missionen gehen meistens einen Tick schneller. Da kann jeder gegen jeden, das finde ich scheiße. Was haben wir sonst noch? Hat vor einer Stunde angefangen. Schlacht beginnt. Wollen wir gegen Russen fliegen? Habe ich den nicht fertig? Moment. Nein, den habe ich nicht fertig. Schade. Habe ich dich fertig? Ja, dich habe ich fertig, aber ich habe keine 114.000 für die nächste. Dich habe ich auch fertig.
Du bist am Anfang. Und dich habe ich fertig. Boah, ich brauch so dringend Geld. Briten fliegen. Kann man natürlich auch machen. Können wir natürlich auch machen. Also ich bin jetzt nicht so versessen draus, unbedingt. Ja, können wir uns nicht leisten, können wir uns nicht leisten. Zu teuer. Fliegen wir Briten. Eine Sekunde, muss mir kurz die Nase schneuzen. So, Lella, bin ich wieder. Briten, da habe ich gestern, wo ich privat geflogen bin, also offstream, bisschen geflogen. Damals ein Zweierdeck zusammen. Gucken wir mal, ob wir da noch eine Schlacht finden, in die es sich lohnt einzusteigen. Ja, gegen Japaner möchte ich nicht nochmal. Das war so. Oh. Ardennen oder? Ene mene miste. Was krabbelt in der Kiste? Bringen wir hier mit. Dann salzen wir mal die Briten. Ja, bin ich, wobei ich da bisher bloß einmal geflogen bin. Die sind halt wie immer am Anfang ein bisschen OP. Das ist ja eine stinknormale anhaltende Konfrontation, weil wir so ein. Hä? Ah, ich kann nicht mal mehr lesen. Egal. Hier haben wir mal die Bar. Die müssen wir leveln. Und es schneit natürlich. El Alamein gibt es doch keine Map. Ich habe doch bei Spieler erstellten Dingern geguckt, oder? Ja, Schnee. ja, ich bin die Franzosen geflogen. Ich bin auch gegen sie geflogen. Ich bin noch etwas unschlüssig, was ich davon halten soll. Kollege, überholst du mich mal bitte, dass ich weiß, wo du bist? Gebt ihr mir jetzt einfach am Arsch. Ach, der Angeber will mir seine Raketen zeigen. Aha. Wir wollen einfach nur geradeaus und hoch. Gegen sie bin ich auch geflogen und es war salzig. Es war salzig. Vor allem, weil ich ja neu installieren musste, waren meine Grafikeinstellungen futsch. Und da habe ich etwas falsch eingestellt gehabt. Und in VR war es dann so, der ist auf Bodenhöhe geflogen und sobald ein Baum vor ihm war, ist der bei mir verschwunden gewesen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, weil er so dünn war. Das war ein bisschen, ja. Weil das Anti-Aliasing und so weiter nicht anders ist, der mit oder nur auf 2, dann ist der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Hintergrund verschwommen. Und natürlich mache ich den Fehler vom letzten Mal. Ich habe letztes Mal extra gesagt, ich darf nicht so viele Bomber fliegen, dass es euch nicht ganz so langweilig ist. Was mache ich? Ich steige in den Bomber. Ah. Gut gemacht, Hörnchen. Sehr gut gemacht.
Was ich sagen muss, ich weiß nicht, ob das. Also ich habe jetzt auch eine Stilistis. Ich habe ein Motor gehört. Ich habe jetzt auch eine erste Spitfire. Und ich weiß nicht, ob sie die vom Flugmodell, vom Flugverhalten. Kannst du mal gerade ausfliegen, du Scheißteil? Es ist zu viel verlangt. Ich komme schon in den Nebel, oder? Na, ja, geht noch. Was seid ihr denn? Die Spit ist sowas von zickig in der Luft, dass ich abnormal. Gut, ein Flugzeug mit guten Turnraten. Augen auf die Karte. Muss instabil sein. Dass du gewisse Dinge überhaupt mit dem Flugzeug machen kannst. Wenn du jetzt fragen willst, Spartaner, warum hier Außenansicht geht, das ist die Gunner-Ansicht. Jetzt fliegen wir in die Wolken. Oh Mann. Ich wollte euch eigentlich ein bisschen die Landschaft zeigen. Kein Problem, kein Problem. Willst du nicht nachher auch mal mit in Simulation trauen, Spartaner? Wenn ich niedriger gehe, erwischt mich die Flak. Aber ich sehe so nichts. Bin ja absolut blind. Ja, wobei die Flak. Die Flak. Ist da leider nicht ganz so, die trifft auch durch die Wolken, also die Flak. Bei Gegnern gebe ich dir recht, die haben eine schlechtere Sicht, aber die Flak, die AI ist da ein bisschen OP, also da ist nichts mit verstecken. So, wo ist jetzt hier die da ist sie. Runter, 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 runter. Nicht in die Wolken, nicht in die Wolken. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, warum steigt der? Oh oh. Komm, 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 komm. Da ist ein Feind. Warum der an mir vorbeigeflogen ist, mir ein Rätsel, aber gut. Ja, ich hatte jetzt Glück, dass hier absolut keine Flak war. Sie sind schon explodiert und ich habe einen Viertelschaden gemacht. Applaus, Applaus.
Also es sind 250 Pfund. Oh, natürlich trifft da nichts. Ich hatte mir auch kurz überlegt, heute mal ein bisschen IL-2 zu fliegen. Aber das muss ich erstmal wieder üben. Hier leider nein. Hier leider nein. Im Endurance-Modus, Simulations-Endurance-Modus ist es leider rein Luftwaffe. Es gibt zwar Ereignisse, also wie ihr gerade unten seht, bei F45 auf der Map, also sozusagen südlich von mir. Da gibt es gerade eine Schlacht, aber das ist alles KI. Leider können keine Spieler da reinschauen. Ich verstehe nicht warum. Warum Gaishin das nicht zulässt, dass da dann Spieler auch mit Panzer reinschauen bei so einer Panzerschlacht. Ist halt leider so. Deswegen dieser andere Simulations-Panzermodus. Oh. Was bist du denn? Hä? Der BF, warum bin ich... Boah! Ich bin ja total blöd. Ich habe mich gewundert, warum meine Gunner nicht schießen. Na, natürlich schießen meine Gunner nicht, weil ich ja der Gunner selbst bin. Na komm, du willst es doch auch. Du willst es doch auch. Den einen Motor hätten wir. Oh, hat er eine Streuung. Sind wir noch auf Kurs? Ja, wir sind noch auf Kurs. Der andere Motor brennt auch. Kannst du mal abspielen? Wie kann der mit der Maschine noch solche Manöver fliegen? Ja, das ist halt eine die ist komplett unausgelevelt. Ich bin fast im Versuch umzudrehen und ihn vollends fertig zu machen, aber... Land mal lieber. Gibt mehr Punkte. Dass der überhaupt noch fliegen kann. Ah, wir spielen auf einem russischen Server. Wow, 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 was war das?
Der kommt doch noch mal. Ich dachte, er ist weggeflogen, die Sau. Habe ich keine Munition mehr? Okay, war eine U-88. Und ich habe nicht mal Abschusshilfe bekommen. Boah, wollt ihr mich verarschen? Ich habe nicht mal Abschusshilfe bekommen. Ich habe meine gesamte Munition auf den verschossen. Eieiei. Ist ja gut. Also ich werde jetzt mal die Spitfire probieren, mit der ich gestern wirklich extrem, also mit Oculus extrem gesalzen habe, weil das Ding war wirklich, boah. Achso, das hat er bis zur Landung. Ja, es ist die Spitfire 1, aber trotzdem. Ja, 1. Wie gesagt, die empfand ich als extrem. Wieso bin ich von da hinten gestorben? Ich vergesse immer, sie haben umgestellt, nur noch einmal auf die Map klicken auf dem Flughafen. Ansonsten stellt er nämlich auf Auto und dann landest du bei Flugfeld 1. Mist. Der Rückspiegel ist immer noch so unnütz wie bisher. Also daran hat sich nichts geändert. Protonengeräusche waren ja letztes Mal schon ein Tick besser. Sie haben also die letzten zwei größeren Patches haben sich alle um den Endurance-Modus, also es kamen die französischen Flugzeuge und der Endurance-Modus. Gucken wir mal nach Missionen. Zerstöre feindliche Flugfeld, zerstöre das feindliche F4, Bomber, zerstöre feindliche Basis, unterstütze Protect, warte. Und ich habe natürlich zu wenig Sprit dabei. Och, heute läuft's ja. Heute läuft's. Ein Traum. Nicht vergessen, nicht zu schnelle Bewegung bei dem Flugzeug, sonst sagt der Vergaser nein. Ich habe tatsächlich immer noch Fruchtfliegen und natürlich fliegt hier gerade einer von meiner Nase rum, also Fliegerangriff. Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt lande, erstens, wenn ich jetzt abgeschossen werden würde, würde ich wieder vom Flugfeld 1 starten müssen. Und zweitens möchte ich mehr Sprit mitnehmen. Das ist eindeutig zu wenig Sprit für die Kiste. Boah, und da fängt sie schon an. Da fängt sie schon an rumzuzicken. Yep.
Hochziehen geht, schnelle Rollen sind auch gefährlich. Könntest du mal Geschwindigkeit verlieren? Ich möchte landen. Aber das hier magst du gar nicht eigentlich. Also es kommt ganz drauf an. Das ist zu wenig Geschwindigkeit, zu früh. Oh, die haben hier eine Schneise geschlagen. Das ist auch neu, oder? Dass sie Schneisen geschlagen haben bei einem Flugfeld. Das fällt mir jetzt erst auf. Wie gesagt, es geht mir darum, dass das Flugzeug, wenn ich abstürze, von hier startet und zweitens möchte ich nachtanken. Was bist du denn? Eine I-29, ach, das Ding. Hallo. Jep, keine Bäume. Also die Dings habe ich echt, das ist mir so noch gar nicht aufgefallen gewesen, aber gerade bei der Ardennen-Map war es schon auffällig. Also die hatten nicht direkt an der Landebahn, ja, also es war schon ein bisschen Abstand, aber meistens dann doch so recht eng gesehen. So, kurz raus. Ich muss mir schon wieder die Nase putzen, Entschuldigung. Habe ich natürlich vergessen, die Cam auszumachen, deswegen musstet ihr mir gerade beim Schnäuzen zuschauen. Entschuldigung. So. Hier draufklicken. Bugfeld 3. Danke. In die Schlacht. Und ja, auf der Landebahn kann man auch Außenansicht. Aber nur auf der Landebahn. Einen wunderschönen guten Abend, Kaiolein. Wie geht es dir? Gut durch den Tag durchgekommen. Mir geht's auch recht gut. Noch bin ich, doch bei Panzerfahren bin ich gerade zweimal salzigerweise. Wie wurde es schön vorhin, da wurde jemand stark gefistet, ja. Ich habe mich gebückt. Sind es Freunde oder Feinde? E3. Hä? E5, ah, das sind freundliche Bomber, okay. Erik ist heute nicht da, oder? Weil es gäbe gerade den Panzersimulationsmodus mit Low-Tier-Fahrtpanzern. Wir haben Initiative. Ist was. Der hört auch zu. Also wie gesagt, heute ist Panzersimulationsmodus mit ganz, ganz Low-Tier. Das ist ein schwarzer Punkt. Ist das Freund oder Frau? Oder fliegt das schon? Moment.
Es muss ein Freund gewesen sein bei der Position. Okay. Okay. Schade. Hätte ja sagen können, deswegen frage ich. Also irgendwie immer, wenn ich Briten fliege, passiert nichts in der Luft. Wenn du mal wach bist, okay. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Wo? Ach so, Nachtschicht. Ich dachte Spätschicht, okay. Ja klar, bei Nachtschicht da mehr. Ja, da habt ihr es gerade gesehen. Zu schnell gedreht und da war der Motor kurz aus. Sind das? Sind das unsere oder sind das? C5, nee. Ein bisschen weit weg. Aber ich schau Richtung C5. Scheiße. Da scheint auf jeden Fall Party zu sein. Dranbleiben, der Sieg ist greifbar. Ja, da wird auch geschossen, also da sind auf jeden Fall ein paar Feinde. Nur die Frage, wo wer ist. Ach, da wäre eine Hehe S 129, das ist so eine schöne, leichte, fette Beute, weil die ja keinen Heckschützen hat. Da habt ihr die Leuchtspur gesehen. Ich muss jetzt bloß noch rausfinden, wer was ist. Jetzt haben wir den Wolkeneffekt. Also ich sehe zwar schwarze Punkte auf die Entfernung, aber wenn ich näher komme, sehe ich nichts mehr. Ach da. Okay, das ist Freund. Und mein Spiel hat... Oh, ein Aussetzer. Und wo ist dein Feind? Da hat doch einer geschossen gehabt. Da schießt doch einer. Da schießt doch. Weiter so! Ah, da.
Auf die! Willkommen im Stream. Kekse bei Kaiserlein abgeben. Danke für dein Follow. Ich hab was abgeschossen. Das war eine Breda 88, okay. Gut, war ein bisschen unfair, der war ja schon eingeschossen, aber... Was seid ihr? Weiter so! Und dann können wir siegen! Ach, ihr seid... Okay. Das müsste der Geleitschutz sein, der da hinten fliegt. Jetzt kommt, gebt uns irgendwo mal eine Schlacht, dass wir sich wieder treffen können. Ja. Ne Lack. Nee, das möchte ich nicht unterstützen. Gibt es irgendwas? Unterstütze Bomber, zerstöre Feind, unterstütze, zerstöre feindliche Flugfeld. Nee. Nichts, was ich gerade irgendwie machen kann. Das ist immer das Gleiche, wenn ich im Stream... Ich kann schon spüren, wie nah wir sind zu gewinnen. Dann passiert nichts. Dann passiert absolut gar nichts. Oh, 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 Schlacht. Sind auch zu wenig Spiele heute online. Eine Prada hat schon was zerstört. Eine Haubitze. Hä? Da ist die Schlacht. Aber Flugzeug sehe ich da noch keins. Ja, ihr seht da die Leuchtspur, die vom Boden weggeht. Ich hoffe, man kennt sie halbwegs. Das sind keine gezielten Schüsse auf mich, wenn da was in unsere Richtung fliegt, sondern das ist Bodenkampf. Die schießen relativ, also die haben eine Streuung, das ist nicht mehr schön.
Weiter so, alle, dann ist der Sieg unser! Nö. Ich sehe zumindest nichts. Ne, hier 112. In dem... Okay. Wem die Maschine gefällt. Also was ich festgestellt habe, weil ich habe jetzt im Prinzip nur zwei Maschinen dabei, die auch zu dem Tier passen würden. Zu dem Tier ist falscher Ausdruck, zu dem Matchmaking. Vom Battle Ranked her. Aber es ist scheißegal. Dieser Battle Ranked, was ja eigentlich gut ist. Ja, den Sound habe ich vergessen, bei der neuen Installation wieder auszumachen. Ich entschuldige mich dafür. Dieser Battle Rank wird ja sozusagen anhand, wie gut kommen Spieler mit den Maschinen zurecht. Also wie viele Abschüsse haben sie, wie ist die Kill-to-Death-Ratio und so weiter. Und irgendwie daraus errechnet sich ja der Battle Rank. In dem Fall kann ich was dafür, weil ich einen Zero gefragt habe, ob er mitfliegen will. Wie auch für Quoxy und so weiter, alle anderen, wer Simulation mitfliegen will, einfach Bescheid sagen. Aber wenn du eine Maschine hast, die 7 mm verschießt, damit kriegst du auch Düsenjäger runter. Theoretisch. Ey, die Fruchtfliege ist aber sowas von penetrant heute. Oh, 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 was bist du, was bist du, was bist du? Really? What the... Verstanden. Ja. Hä? Ja, mein Problem ist eher, ich habe bloß noch Apfelreste übrig. Ja, das ist eine MiG. I-26. Noch eine I-29. Ich habe gestern halt einen Apfel gegessen und dabei vergessen, danach die Reste gleich in den Biomülleimer zu schmeißen. Und schwupps waren die Viecher da. Bleibt dran, Männer, der Sieg ist greifbar! Da kommt schon. Da kommt ein schwarzer Punkt geflogen. Aber das Cockpit, also nach vorne, zur Seite ist es wunderbar bei das Bit, aber nach vorne sind mir zu viele Bauteile im Weg.
Gibt es feindliche Attack oder sowas? Na. Der ist zu weit weg. Oh! Lasst mir doch auch was übrig. Ich glaube, wir landen gleich, weil das Problem ist auch im Stream, ihr wollt Action sehen, für ein normales Spiel, also so privat würde ich jetzt weiterspielen. Das Problem ist hier halt die recht niedrige Wolkendecke. Weswegen man wenig sieht, was das Spiel eher so positionierungstechnisch macht. Ach, du bist die A36. Oh, eine Focke, wo ist die Focke? Aber halt die Action dann doch eher auf ein bisschen Zufall verlagert. Oder ist ja langweilig. Was ist so wieder weg? Das kann halt. Ah ne, das ist nicht die. Okay. Weil ich werde hier wahrscheinlich so schnell nichts finden. Und auch wenn ich bei Panzersim total versage, da kann man wenigstens fliegen und es ist gleich Action. Also, ich glaube, da steigt man dann gleich wieder um. Was? Soll da echt eine P durchgekommen sein? Nee, oder? Da ist doch jetzt keine Hänge. Nee. Ich weiß nicht, wo der lang fliegt, der mit der A36, aber er fliegt richtig rum, weil er hat schon wieder was abgeschossen. Noch ein klein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Oh, der hat einen am Arsch, der hat einen am Arsch. Wo ist er? Ja, doch, gerade einen am Arsch. Hä? Okay, mit was schießt die Hurricane, dass die wahrscheinlich mit Raketen? Hoch. Das ist fliegen planlos und sinnlos im Weltall, bei dem Wetter. Ich gehe mal landen und dann spielen wir wieder Panzersim. Oder was sagt ihr? Na, jetzt hat die Focke Wulf wurde erwischt. Super! Also zumindest eine andere Map suchen, wo das Wetter ein bisschen besser ist, weil das geht ja hier gerade gar nicht.
Langsam. Mit dem Ding verschlierst du auch keine Geschwindigkeit, das ist abnormal. Jetzt kriegst du noch eine U87, ja genau. Ich flieg heute irgendwie blind anscheinend. Hab sie. Einflugschneise. Ja, irgendwo ist da groß Action, aber das war überall nicht da, wo ich rumgeflogen bin. Was war das? Habe ich meinen Klappe verloren? Nee. Nicht bei der Geschwindigkeit. Ich habe sie doch nicht erwischt. Naja, fast butterweich. Ich kann schon spüren, wie nah wir sind zu gewinnen. Das ist schön, aber ohne mich auf der Map. Also, sagt an, was wollt ihr sehen? Wollt ihr... Ja, ich sag ja, das war bloß die Einflugschneise. Ich tue nur so, als wenn ich es wäre. Das ist in Wirklichkeit jemand ganz anderes. Und sogar einen Abschluss gehabt, der zwar gestohlen war, aber das war, ist mir jetzt mal egal. Entschuldigung. Muss mir kurz mal nochmal die Nase putzen, eine Sekunde. So, ne? Bisschen Geld hat's gegeben. 100 Oktan Treibstoff. Plus 207,9 PS. Geil. Einspritzung. Nochmal 89 PS. Oktan. Und wie vorhin schon gesagt, die war Frischfleisch. Yippie, wir können Torpedos abwerfen. Wie nutzlos. Was sag ich? Ich hätte echt schwören können. Ich habe hier geguckt gehabt. Vor 55 Minuten hat die Schlacht begonnen. Ich hätte schwören können, dass ich da... Warum wird diese normale anhaltende Konfrontation unter Rooms Created bei Spielern angezeigt? Verstehe ich nicht. Also das ist das Match, was wir gerade verlassen haben. Ich wünschte, sie würden die Wetter irgendwo hinschreiben, was für Wetter es gibt. Aber wisst ihr was, ich würde einfach sagen, wir wechseln uns jetzt ab. Jetzt spiele ich wieder zwei Runden Panzer-Simulation. Und dann fliegen wir nochmal eine Runde. Um ein wenig Abwechslung reinzubekommen. Und für Erik, dass er seine Panzer sieht. Her. Deine. Ohne Reparatur. Dass ein bisschen Action ist,
Und dann gibt es wieder ein bisschen was Ruhigeres. Presst sowieso nichts, von daher. Ist es ja quasi egal, wo ich nichts treffe. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Dein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Nehmen wir dann einen Panzer. Was ich neulich bei Fleischkindl, mit dem ich auch ab und zu mal geflogen bin, beziehungsweise gefahren, festgestellt habe, und wir probieren es gleich mal aus, wenn wir irgendwo etwas weiter sehen können. So, es gibt die Entfernungsmessung. Wo habe ich denn die Scheiß-Taste wieder hin? Hab ich gut gemacht! Hab ich gleich verraten, wo ich bin? Scheiße, wo hab ich denn die Taste hin? Hat. Hab ich mich perfekt. Ey Jungs, ich bin da. Wo seid ihr? Wo hab ich die Entfernungsmessungstaste hingelegt? Verdammt nochmal. Ah, da. Also man kann hier Entfernungsmessung machen. Oder zum Beispiel nach da hinten. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Das sind 920 Meter. Und dann kann ich die Höhe verstellen. Und wenn ich jetzt geradeaus, also das Fadenkreuz drüber halte, dann müsste das Ding 900 Meter schießen. Wir können ja mal spaßeshalber. Okay, nie im Leben. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Sollte eigentlich so funktionieren. Da oben schießt 920 Meter. Genau da. Warum? Es sind noch 2000 Meter. Warum? Irgendwas stimmt da nicht. Entfernungsmessung. 920. Ach, größer 920, okay. Hat mich auch gewundert, wenn es bloß 200 Meter wären. Zu weit. Nebelwand. Oh, es fährt. Der sah nicht schlecht aus. Okay, lassen wir das. Das hat so keinen Wert. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können.
Der Fame, danke nochmal für die Cheers. Dir auch viel Spaß. Und wer Black Desert angucken will, der Fame followen. Wer den mal wieder streamt. Oh, ich sollte vielleicht auch wieder auf Null runtergehen, sonst wird das nix. Hat gestern, ja, er stimmt, er hat gestern gestreamt. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Flugzeuge, die da geschossen haben, Verbündete sind und mir gezeigt haben, wo... Warte. Könntest du ein bisschen schneller drehen, du scheiß Geschützturm? Der macht es nicht mal was! Was soll denn das? Boah, ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Könnt ihr da auch mal sterben? Ach, von hinten. Eieieiei, das ist ja grausam, ist das ja. Gebiet eingenommen. Entschuldige!
Aber wenigstens habe ich diesmal die Panzer, die Abschusshilfe bekommen. Oh, 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 oh. Weh, da steht jetzt wieder eine Flak rum. Wir müssen dem Feind mehr zusetzen. Sie sind dabei zu gewinnen. Oh Mann. Bei B ist der Feind, okay. Ist aber viel in der Luft heute. Wo sind da noch Feinde? Unternehmen, dann wird der Feind den Sieg davon tragen. Augen auf die Karte! Zieh dich! Die 500 Kilogramm Bombe hat sich also gelohnt. Augen auf die Karte! Und da ist noch einer. Jetzt habe ich aber leider keine Bombe mehr dabei. Ja, das war scheiße. Was bist du? Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Oh. Nee. Also man sieht, wir haben jetzt hier definitiv Luftüberlegenheit, aber wir haben nichts mehr am Boden und dementsprechend sieht es gerade scheiße aus. Ich sehe auch nichts mehr. Der Feind siegt. Das Match ist verloren. Kommt irgendwo noch einen Schuss reinsetzen. Irgendwo. Wir haben eine Niederlage erlitten. Zurück zur Basis. Ach ja. Oder kann ich das Bild mit anmachen?
Wir haben den Panzer 3J1 erforscht. Okay. Besseres Getriebe, wenn es schön macht. Was hat es geheißen? 3J. Ah, den da. Ach, du Jemine. Da fliegen wir doch direkt. Gut, meine Tarnfarben sind jetzt hier etwas ungeschickt gewählt. Beim Start darf man nochmal rüberziehen zum Abdringen. Und los geht's. Wo ist denn der? Komisch. One Air, okay. Ich habe ihn getroffen, ich habe ihn getroffen. Punkt angreifen! Aber leider einen Tick zu früh die Bombe abgeworfen. Shit. Nisbit. Der Feind hat die Initiative.
Wo ist sie? Augen auf die Karte. Sehe sie nicht. Könnte mein Heckschütze bitte mal schießen? Danke. Ich habe 4 Sekunden. Ich habe mich an die 4 Sekunden einfach gewöhnt, deswegen lasse ich die mal. Ja, der hätte wegfahren können, aber ich hab, die Bombe ist ja vor ihm explodiert. Sprich, ich habe sie definitiv zu früh abgeworfen. Aber wir sind leicht durchlöchert, aber nur ganz leicht. Oh, komm, Motor halt durch. Mach jetzt keine Faxen. Nein, der Motor geht aus, der Motor geht aus. Das wird eine harte Landung. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Komm. Wir werden und guten Hunger. Ja gut, der Flügel ist etwas durchsichtig geworden. Wir haben ein Gebiet eingenommen, super! Welche so? Und oh Wunder, wir haben kein Loch mehr. Perfekt. Nehmen wir BA ein oder nicht? Scheinbar nicht. Döner Resten nach. Danke, nein. Ja, noch sehe ich kein Flugzeug in der Luft. Okay, der hat was erwischt. Seh dich.
Ah, shit. Satz mit X, das war wohl nichts, der ist leider zu früh losgefahren. Oh, das ist ein deutscher Panzer. Scheiße. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. Bei B. Okay. Volltreffer! Wie gesagt, mit dem 4 Sekunden Zeitverzögerung habe ich so ein bisschen drauf, wo die Bombe runtergeht. Sie springt ja noch ein bisschen. Boah, das war gerade ein richtiger Fehlschlag. Da habe ich mich gerade richtig verzogen. Wobei ich mit meiner Munition wahrscheinlich sowieso nicht durchkomme. Okay, das war anders hin. Wer schmiert da ab? Das ist ein Russe. Oder? Ja, ist ein Russe. Ich habe ihn zuerst gesehen, verschwindet, das ist meiner. Ah, shit. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Und tschüss. Das war ja schon fast zu leicht. Guten Abend, Nowhere. Wie geht es dir? Wie bist du durch den Tag gekommen? Ich hoffe, alles in Ordnung bei dir. Augen auf die Karte. Entschuldigung, dass ich gerade so konzentriert war, aber ich wollte endlich mal wieder einen Duftabschuss haben.
Das Schöne ist, dass von uns nur BFs in der Luft, also 110 in der Luft sind. Weil die doch recht gut von anderen. Noch ein bisschen mehr und der Sieg wird. Wow. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht auf die Idee, auf mich zu schießen. Und mir geht's gut. Morgen nochmal 7 Stunden schaffen und dann ist Wochenende. Juhu. Ja, das ist auch eine BF. Hier folgen. Hä? Das hört sich gerade komisch an. Hä? Wir haben ein Gebiet eingenommen, super! Ich höre hier einen. Hä? Sind aber bloß die. Ah ne, jetzt haben wir nur 123. Eine 123er ist noch in der Luft, okay. Haben die überhaupt noch irgendjemanden? Die haben noch zwei. Ich habe noch nicht einen einzigen Panzerpunkt verbraucht. Von daher passt ja alles eigentlich. Ein Flugzeug, ein Panzer und eine Abschusshilfe vom Panzer. Was will man mehr? Das lief doch jetzt schon mal deutlich besser und gibt auch dementsprechend mehr Knete. Zusammenarbeit dreimal. Okay, warum auch immer. Soll mir egal sein. Das wollte ich doch gar nicht. Weg, weg, weg. Okay. Ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Sorry, Norwer, aber man hört vielleicht ein bisschen an der Nase. Ich bin schon wieder leicht verschnupft. Waren jetzt auch wieder 2 Stunden Stream. Wenn sein, jetzt wartet noch eine Sekunde. Hey, hey, hey. Lasst mich kurz gucken, wo ich euch hinhoste. Dass es zumindest thematisch gleich bleibt. Gehen wir zum lieben Kasper, der spielt Call of Duty. Morgen geht es weiter mit, ich suche Heuhaufen, wo Steine drunter verborgen sind. Ja, ich hätte ja auch später anfangen können und dann noch länger. Morgen längerer Stream, Assassin's Creed, Teil 1 weiter. Wochenende kann ich noch nicht versprechen, aber morgen Assassin's Creed, nächstes Mal War Thunder wird es am Montag geben. Wenn ihr Infos wollt, wann, wie, wo, was, weswegen, unten ist ein Twitter-Link. Da tweete ich neben der üblichen Scheiße auch, wann ich streame und ob ich streame und wie es ausschaut. Morgen Abend kannst du nicht.
Das nenne ich Timing von mir. Also es wird morgen Nachmittag wahrscheinlich schon losgehen. Ansonsten natürlich, wenn ihr sehen wollt, wann ich wieder streame, Follow da lassen, wäre nett. Ich bedanke mich für die Follows, für die Subs, für die Hosts, für euer Dasein, für euer Zugucken, wie ich hier fehle. Heute ein kurzer Stream, sorry dafür, aber bin ja, wie ihr hört, leicht angeschlagen. Morgen längerer Stream wieder und am Wochenende vielleicht ein ganz langer. Ich muss nämlich noch gucken, ich habe irgendwann mal 3-jähriges Twitch-Jubiläum entweder schon gehabt oder noch in diesem Monat haben werdend. Muss ich mal gucken, was dann, wo ich das Datum überhaupt rausfinde. Ich labere mal wieder viel. Ich, wie gesagt, wünsche euch einen wunderschönen Abend. Nochmal danke fürs Dabeisein. Bis morgen. Kommt gut ins Wochenende. Ciao, ciao.